Gibt es einen Unterschied zwischen Fastfood und Sterneküche für die Märkte? Lange Zeit gab es diesen Unterschied nicht. Man wollte einfach nur in sich hineinstopfen. Die Liquidität der Notenbanken hat alles gleich gemacht. Hauptsache kaufen, Hauptsache irgendwelche Zukunftsversprechen, ob unprofitable Tech-Unternehmen oder solide Qualitätsunternehmen. Da war man im Zweifel eher für die unprofitablen, weil ja ganz großartige Zukunft. Aber gestern ist etwas Interessantes passiert. Die Zinsen sind nach oben gegangen, also die Renditen für US-Staatsanleihen. Plötzlich sehen wir eine Flucht in die Qualität. Wir sehen, dass die Aktien, die extrem hohe Bewertungen haben, besonders unter Druck kommen und Junk wird abverkauft, nämlich unprofitable Tech-Unternehmen, die alles andere haben als ein funktionierendes Geschäftsmodell, aber sehr viel Hoffnung. Schauen wir uns die Dinge mal an, denn da ist wirklich Relevantes passiert. Zunächst mal der Triple Q, also das Nasdaq ETF, das ist der gestrige Handelsverlauf. Wunderbares Gap nach oben erstmal, es wird vorbörslich nach oben gezogen. Altes, bekanntes und sehr schönes Muster. Dann ging es nach unten, dann wackelige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde, und dann der nächste Abwärtsschub. Das gilt mehr oder weniger für alle US-Indizes. Der Nasdaq hat das Ganze noch mit einem kleinen Turbo eingebaut und all das ist kein Zufall. Schauen wir uns zunächst mal an. Dow Jones, der hat es gerade noch ins Plus geschafft, der hatte aber seinen besten Tag seit Monaten zwischenzeitlich. Wir sehen den S&P minus, Nasdaq minus 1,26%, Nasdaq 100 minus 1,16%. Und die Small Caps, die haben sich etwas besser halten können. Der VIX ist um 7% gestiegen. Was war gesucht? Energie und Finanzwerte waren die großen Gewinner. Dann Consumer Staples, Utilities und unten Technology, Communication Services. Also wir sehen, dass jene Branchen profitierten wie Finanzwerte, die eben von steigenden Renditen normalerweise profitieren, obwohl sich die Zinskurve verflacht hat. Das dürfte ein kleines Manko sein, ein kleiner Wermutstropfen bei den Finanzwerten. Aber jetzt wollen wir uns die Chose mal genauer anschauen. Ich hatte ähnlich diese Grafik schon gezeigt. Das ist der Nasdaq 100 von Michael Silver. Hier sehen wir, was hier markiert ist, das sind die Aktien im Nasdaq, die ihr 52-Wochen-Tief erreichen, also die praktisch den tiefsten Stand seit einem Jahr erreichen. Alles deutete auf extreme Divergenzen hin. Wir sehen weiter steigende Kurse und immer mehr Aktien fallen. Jetzt sehen wir diese rote Kerze hier oben. Also eine ziemliche Umkehrformation, die wir jetzt gesehen haben. Hier wird das auch nochmal klar, eben die Aktien, die ihr 52 Wochen tief erreichen, ist so groß wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich intern schon eine Art Corona-Crash-Light gesehen, aber die Indizes wurden gehalten durch die großen Aktien, die eben wie Apple, wie Tesla, wie sie alle heißen, Microsoft, eben einfach weiter gestiegen sind und auf ihrer Marktkapitalisierung, aufgrund ihrer Gewichtung in den Indizes, dann eben die ganze Geschichte nach oben getrieben haben. Hier sehen wir mal den Nasdaq, wie er über die Trendkanalbegrenzung rübergelaufen ist, jetzt wieder reingefallen ist in diesen Trend, und unten sehen wir, dass die unprofitablen Tech-Unternehmen einer der schlechtesten Handelstage der letzten Monate hatten. Ja, wenn die Zinsen steigen, dann ist eben plötzlich wieder Qualität im Fokus, dann spielen wieder Bewertungen eine Rolle. All das, was keine Rolle gespielt hat. Erst wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer in der Flut nackt gebadet hat. Und jetzt sehen wir ein bisschen, wer nackt gebadet hat. Wenn ich das so sage, dann will ich dabei nicht an meine zweitbeste Freundin Cathie Wood denken, aber die hat ein Problem, wenn diese Marktentwicklung so weitergeht, weil die ist vollgestopft mit unprofitablen Tech-Unternehmen, und dann wird es die gute Cathie ziemlich zerreißen. Hier sehen wir mal die Performance eben dieser, ja, wie soll man sagen, dieser Meme-Werte, dieser ganzen FOMO-Stocks, dieser FOMO-Assets, also dieser Fear of Missing Out. Wir haben hier den ARK, wir haben unprofitable Tech-Firmen, wir haben Momentum, sowas wie GameStop, keine Ahnung, wir haben SPACs, wir haben Bitcoin, wir haben Tesla, und wir sehen, die haben zunächst dann auch eine Rallye gemacht, sind aber dann jetzt weitgehend unter Druck gekommen. Die untere Grafik ist hochinteressant, denn hier sehen wir mal die Performance gestern von Aktien, gegliedert nach ihren Price-to-Sales-Ratios, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz von links nach rechts. Links also die Werte, die ein geringes Price-to-Sales-Ratio haben, die also vergleichsweise günstig bewertet sind. Und wir sehen, die sind gestern um 1,82% durchschnittlich gestiegen. Während je teurer die Werte werden, umso schlechter die Performance. Die teuersten Werte, die also in der obersten
Perzentile sind, die sind mit minus 1,34% deutlich unter Druck bekommen. Wir sehen also eine Art Marktbereinigung, könnte man sagen. Das, was absurd bewertet war, wird jetzt etwas weniger absurd bewertet und das, was günstig war, das wird jetzt etwas weniger günstig, weil man sagt, das ist Qualität, das ist eine gewisse Sicherheit. Das andere sind Zukunftsversprechen, ob die eintreten, das weiß kein Mensch. Wir hatten gestern ja diese Wende an den Märkten. Zunächst mal Euphorie über Jerome Powell wird bestätigt. Brainard ist seine Assistentin gewisserweise, also Fed-Vize. Hier sehen wir die Rendite der 5-jährigen US-Staatsanleihe schon lange nach oben ausgebrochen. Wir haben neue Jahreshochs bei der 2-jährigen, bei der 3-jährigen, bei der 5-jährigen und bei der 7-jährigen US-Staatsanleihe. Nur bei der 10-jährigen noch nicht. Das ist so die Benchmark, auf die gucken alle. Hier haben wir diese inverse Schulter-Kopf-Schulter und eben jetzt dieses Ausbruchsniveau. Kommt da der Schub oder versucht man da so ein bisschen den Daumen drauf zu halten? Denn wie gesagt, die 10-Jährige, die ist besonders im Fokus. Ein Ausbruch der 10-Jährigen über das Niveau von 1,70%, derzeit sind wir bei 1,63, 1,64, wäre natürlich dann ein weiterer Sargnagel eben für die unprofitablen Tech-Unternehmen, würde diese Tendenzen, die wir gestern gesehen haben, verstärken. Flucht in Qualität. Die Frage nach Bewertungen spielt wieder eine Rolle, etc., etc. Schauen wir uns mal an das, was Morgan Stanley gesagt hat. Ich hatte es schon gestern mal erwähnt. Die haben gesagt, okay, diese Rallye kann weitergehen bis Thanksgiving. Also das ist ja Donnerstag. Aber die Internals, die inneren Strukturen, die sind problematisch. Das betrifft Margen. Die Unternehmen konnten bisher alles weitergeben an die Konsumenten, weil die noch gestopft waren durch Helikoptergeld und Unemployment Benefits. All das hört auf. All das wird bedeuten, dass die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten weitergeben müssen, aber dann auf Konsumenten treffen, die dann weniger willig sind. Hier sehen wir mal in der mittleren Grafik das, was in die Aktienmärkte im Jahr 2021 geflossen ist. Also alles ist in Aktien investiert und Nachbars Lumpi auch. Wir sehen, dass der S&P 500 immer weiter nach oben gegangen ist. Untere Grafik hier, aber die High Yields, also der Trash, der Junk, die bonitätsschwachen Unternehmensanleihen, die sind schon lange auf dem Rückzug. Die spielen schon lange eine Straffung der Geldpolitik. Der S&P, die Aktienmärkte haben sich gesagt, who cares, wir steigen einfach weiter. Aber andere Märkte haben das eben schon vorweggenommen. Wir sehen jetzt übrigens, dass zwar nach wie vor Geld in die Märkte fließt, wie die Bank of America zeigt, aber eben lange nicht mehr so viel. Das Tempo ist deutlich geringer geworden. Und da könnte ein Umdenken möglicherweise stattfinden. Wir sehen den Dollar nach oben explodierend. Wir sind auf dem höchsten Stand seit langer Zeit und wir sehen, Gold ist jetzt unter Druck. Was ist da los? Eigentlich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, sehr günstig. Ein Dollar ist klar, der wertet auf, weil man sagt, vor allem gegenüber dem Euro, naja, die Fed wird früher dran sein mit den Zinsanhebungen, mit einer Straffung der Geldpolitik. Da ist die EZB ja noch ganz, ganz weit hinter der Kurve. Dementsprechend geht man in den Dollar und raus aus dem Euro, aber auch raus aus Gold. Warum? Weil eben vor allem das Ding, die Realrenditen sind. Wir haben gestern einen Spike der Renditen gesehen. Realrenditen sind der Inflation minus eben Renditen der Staatsanleihen und dadurch, dass die Anleiherenditen gestiegen sind, ist die Realrendite etwas weniger negativ. Unten sehen wir die 5-Year-Break-Evens, by the way. Also das, was da nach unten weist, weist faktisch nach oben, denn das ist praktisch von Null aufsteigend hier in dieser Grafik. Also wir sehen, dass die Inflationserwartungen steigen und mit den Inflationserwartungen jetzt eben auch die Realrenditen ein wenig nach oben gekommen sind. Und das hat den gestrigen Risk-Off-Modus dann eingeleitet. Ja, und die Fed, die wird jetzt nervös. Immer mehr sagen jetzt, okay, wir müssen etwas tun. Es war Waller, es war Bostich, es war sogar Williams von der Fed. Jetzt Bostich neu hier im Camp. Gute Argumente, dass man das Tapering beschleunigt, also die Anleihekäufe schneller zurückfährt. Speed up taper pace, strong jobs report would add to case for a faster taper. Also wenn die nächsten Arbeitsmarktdaten stark sind, dann sollten wir schneller das Tapering betreiben. In Sachen Inflation, ich erwarte, dass die Zahlen weiter oder die Inflationsraten weiter hoch bleiben. Also man sieht, die Fed, die wird nervös, die wird umsteuern wollen und müssen. Der politische Druck ist groß. Heute eine Rede von Biden, dazu gleich mehr. Das letzte gallische Dorf in dieser Richtung ist Janet Yellen. Ah, die Preise werden schon wieder zurückkommen. Ich habe keine Angst vor der Inflation der 1970er Jahre. Ja, dann haben wir notfalls ja noch
hier diesen edlen Ritter Schirum von der Paul. Mal gucken, ob er uns rettet. Aber insgesamt ist es eben so, das können Sie vielleicht hier schlecht erkennen, so ganz dorfische Mitglieder wie Daly, die werden ausscheiden bei den Voting Members. Also die viele dorfische Mitglieder, die werden im nächsten Jahr in 2022 nicht mehr abstimmungsberechtigt sein. Dagegen kommt ein Hawk rein wie Ballard. Dagegen wird eine Mester wieder stimmen dürfen, wird... der eine oder andere, eben Esther George, wird wieder stimmen dürfen. Also die Hawks, die zeitweise jetzt nicht in 2021 stimmberechtigt waren, die werden eben jetzt ab Januar wieder mitstimmen dürfen. Also haben wir einen hawkischen Tilt sowieso in der Fed. Das wird diese Bewegung nochmal beschleunigen. Biden wird heute eine Rede halten um 20 Uhr. Und da wird es gehen um die Wirtschaft und wie man es schaffen kann, die Preise zu senken. Sie wissen, die erste Anlaufstelle ist die OPEC, die man versucht zu attackieren. Jetzt versucht man auch, die Erdgaspreise unter Druck zu bringen. Das sind Aktionen, die wahrscheinlich nicht gelingen, aber zeigen, wie stark eben das Problem faktisch ist. Springen wir nach Deutschland, meine Damen und Herren. Heute 9.30 Uhr die neuen Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes Gewerbe und Dienstleistung. Wir sehen, da haben wir 4 Monate in Folge jetzt Rückgänge gehabt. Das wird also interessant sein zu beobachten, wie da jetzt die Stimmung ist, angesichts möglicherweise von neuen Lockdowns. Das hat Minister Spahn heute nochmal, nochmal gesagt. Wir sehen hier mal die Infektionsraten in Bayern und Baden-Württemberg. Bayern dunkelblau, wo der Markus Söder praktisch ein ganz strenger Hund ist, gell? Aber die Leute lassen sich trotzdem nicht so impfen. Dass Impfen möglicherweise helfen kann, ich weiß, es gibt gleich immer wieder einen Shitstorm, aber schauen wir mal hier die Zahlen an. Höchsten Infektionen in Österreich, dann Tschechien, Niederlande, Belgien, Ungarn, Dänemark, dann Deutschland, Spanien, Italien, Portugal und Frankreich, die Südländer. Da, wo es die wenigsten Impfskeptiker gibt, da sind die Zahlen am besten. In Spanien war es etwa so, dass diese Gesellschaft, die spanische Gesellschaft, so traumatisiert war, dass es da praktisch kaum Widerstand gegen Impfungen gibt. Jetzt sagen die Impfgegner, Langzeitwirkung, aber das ist eben die bisher nicht erwiesene These und bisher gibt es auch zumindest dafür keine Anhaltspunkte, wenn wir mal sachlich bleiben wollen. Sei es drum, jetzt gibt es eine neue Allianz nochmal zwischen Frankreich und Italien. Die verstehen sich gut, die Herren Draghi und Macron. Und gleichzeitig ist eine Kabinettsliste aufgetaucht, so wird es wahrscheinlich kommen. Dann werden wir als Außenministerin Annemarie Baerbock haben, Annalena Baerbock, so heißt sie. Da kann man sich dann wunderbar vorstellen, wie sie bei Putin ist und sagt, wir brauchen eine Klimaregierung. Und Putin sagt, ja, willst du jetzt Gas oder willst du kein Gas haben? Also die wird da wahrscheinlich zum Frühstück verspeist, mal eben mit ein bisschen Sahne obendrauf. Dann haben wir Hofreiter als Verkehrsminister. Ja, Freilegung, Verkehr, gell, ich bin Autobahn sperren. Also da sind ein paar lustige Dinge dabei. Finanzminister Lindner, das ist klar. Das war das Sine qua non für die FDP. Also das nur am Rande. Der DAX steht vorbörslich unter Druck. Sehen wir eine Richtungsentscheidung. Das ist der Artikel, den ich Ihnen anempfehle, weil er das Surrounding, das Umfeld sehr schön beschreibt. Und eben auch zeigt, wo sind wichtige Marken, was darf passieren, was darf nicht passieren. Für den deutschen Leitindex, der ja ohnehin jetzt in den letzten Tagen nicht mehr so gut drauf war wie die US-Indizes. Das, wie gesagt, unter dem Video jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag. Servus und ciao.